Oh. Ein Chefkoch flippt drüben beim South Almuda Recycling Depot aus. Vielleicht sucht er seine Muffins. Check.
Ich gewöhne mich daran. Was stimmt nicht mit dir? Oh, was für ein Pech. Was hab ich getan? Los, weg mit dir! Mist! Meine Freunde!
Cops. Scheiße! So eine Scheiße, das ist so eine Mutation! Das gefällt mir nicht! Das Ding ist Hemlocks Priorität! Shit! Was machst du mit dem Jungen? Lass ihn! Was auch immer.
Ich hab den Treibstoff! Mach auf, Rhonda! Rhonda, ich hab das Benzin. Ich wusste nicht, ob du zurückkommst. Und jetzt ist Diego weg. Was? Ich wollte ihn aufhalten. Nein, 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 er hat den Schlüssel. Ich hab schon viel Scheiße erlebt, aber das hier... Ich hab über die Fehler nachgedacht, die ich im Leben gemacht habe. Und das waren viele. Nimm meinen Ex. Das habe ich echt versaut. Da draußen passieren krasse Dinge. Aber ich finde Diego und wir reparieren das Flugzeug. Wir müssen hier weg. Du und ich. Denk dran, wir sind beide Kämpfer. Ich weiß. Fliehen oder sterben. Wir retten deinen Riesenarsch. Das hat er gesagt. Psst. Zuhören. Ja, uns liegen neue Berichte vor, dass General Hemlock an der ursprünglichen 6-Tages-Frist festhalten will. Nach Ablauf soll die Stadt Los Perdidos zerstört werden. Diese Reaktion folgt auf Berichte, dass Präsidentin Paddock ein Zombie geworden ist. Später mehr. Das ist Quatsch! Hör mal, Baby. Wir haben Benzin. Aber wir brauchen noch ein paar Ersatzteile für das Flugzeug. Wir brauchen ein Ruder, ein Schwungrad und einen Höhenmesser. Wo sollen wir das auftreiben? Ich habe in den Unterlagen nach einer Art Lager in der Stadt gesucht. In der Zwischenzeit musst du deinen Freund wiederfinden. Ich glaube, er ist zu dem bekloppten Museum zurück. Irgendein Kram, dass er ein Held sein will oder so. Ich muss ihn finden. Die Behörden suchen ihn. Hemlock, glaube ich. Die müssen's nötig haben. Ich glaube, die Regierung hat was Schlimmes mit den Leuten vor. Der Tod der Präsidentin war kein Unfall. Sie wurde getötet von Hemlock. Ach, warum denn? Du hörst dich an wie deine kleine paranoide illegalen Freundin. Hey, hast du sie verraten, um an das Benzin zu kommen? Sagen wir, mir ist was anderes eingefallen. Du bist einer von den Guten, Nick. Ich werde Diego finden. Hey, pass gut auf dich auf. Ich hab Angst um dich. Nimm dich vor Diego in Acht. Er hat sich fast die Haut runtergekratzt. Okay. Klar, warum nicht? Wie krass!
Warum ich? Sieht komplett aus. Runter, Arschgesicht. Dachte so ein Sportler im Yoga, der den Sunset verschanzt. Wahrscheinlich ein guter Kämpfer. Nicht schon wieder! In einem Überwachungsraum mit Central. Sieht paranoid aus.